Ah, ich liebe mexikanische Küche, vor allen Dingen, wenn sie feurig ist. Und es wird gleich feurig, und zwar mit Jalapenos. Ich mache nämlich sogar Tortillas selbst. Diese Zutaten braucht man dafür. Für den Teig braucht ihr 140 Gramm Weizenmehl, 60 Gramm Maismehl, ein bisschen Sonnenblumenöl, Backpulver und Wasser. Für meine Tortillas brauche ich natürlich einen Teig. Und da nehme ich Maismehl. Und das mische ich mir gleich mal zusammen mit Weizenmehl und mit ein bisschen Backpulver. Zu dem Maismehl kommt jetzt das Weizenmehl. Dann noch eine Prise Salz. Und jetzt kommt Öl und Wasser dazu. Diesen Klumpen muss man jetzt gut durchkneten, damit alles richtig schön gleichmäßig ist. Das kann man einmal mit der Hand machen. So merkt man einfach am besten, wo noch Klumpen sind und wann der Teig perfekt ist. Den teile ich mir jetzt in vier Stücke, weil es geht gleich groß, und forme mir da einfach schon mal Kugeln. Und die vier Kugeln lasse ich jetzt einfach noch ein bisschen ruhen in meiner Schüssel. Dann kann ich mich schon mal um die Füllung kümmern. Meine Füllung besteht, wie es sich natürlich gehört, für etwas Mexikanisches, aus Hackfleisch mit Kidneybohnen. Dann kommen noch Tomaten rein, ein bisschen Käse, damit das alles ein bisschen gebunden wird, eine Zwiebel. Und das Ganze mache ich in der Pfanne und brate es da jetzt erstmal an. Topf drauf, Hackfleisch. Dann die Zwiebel dazu. Ich brate das Ganze jetzt an, bis das Fleisch richtig gut durchgebraten ist. Also es kann auch so ruhig ein bisschen dunkler werden und die Zwiebeln sollten schön glasig sein. Dann kommen die Bohnen dazu. Und dann kommen Tomaten rein. Beim Einköcheln geht nämlich noch so ein bisschen Wasser raus, also so ein bisschen Flüssigkeit. Und dann wird das nämlich richtig schön dick und sämig. Und für den Geschmack gebe ich da noch ein bisschen Kreuzkümmel ran und ein bisschen Salz. Es kann noch ein bisschen köcheln. Jetzt kümmere ich mich um die Tortillafladen. Die müssen ja auch gebacken werden. Und das macht man in der Pfanne ohne Öl, ohne alles. Werden jetzt noch ausgerollt. So, ein kleines bisschen Maismehl. Dann nehme ich mir eine Kugel und rolle sie aus. So, so sieht mein Tortillafladen aus. Er ist jetzt nicht perfekt rund, aber das ist egal. Dann kommt der Fladen in die Pfanne. In der Zwischenzeit kann ich in die noch heiße Masse hier schon mal den Käse geben. Das Ganze noch ein bisschen deftig würzen mit Jalapenos. Und das Gute ist ja, wenn man es so scharf macht, kann man das Ganze abmildern mit Creme fraiche. Mmh, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Es ist zu lecker, ne? Hat schon Farbe, ich kann es rausnehmen. Gebe als erstes ein bisschen von dem Creme Fraiche drauf. Köstlich. Mein Hack mit Käse dazu. Ich mache jetzt einfach noch drei Jalapenos drauf für die Würze. Oder vier. So, weil wir es können. Fünf. So. Und jetzt rolle ich mir, oder besser gesagt, klappe ich mir das Ganze so ein bisschen zusammen. Wie ein Taco. Dann kann man sich hier oben noch einen Klacks drauf machen. Und dann heißt es nur noch guten Appetit. Köstlich. Und solltet ihr gleich leiden, weil es zu scharf wird, weil ihr auch Jalapenos drauf gemacht habt, Milch trinken. Milch trinken hilft. Ein feuriger Gruß aus Mittelamerika. Meine selbstgemachten Tortillafladen mit Hackfleischfüllung. Geht natürlich auch mit Putenwürfeln, Steakstreifen und.